Hi. 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 Hallo, hi. My name is Greta Thunberg. Ich heiße Greta Thunberg. I am a climate activist. Ich bin Klimaaktivistin und ich habe Fridays for Future ins Leben gerufen. Anderthalb Jahre nun haben wir unsere Bildung geopfert, um gegen ihre Untätigkeit zu agieren. 7,5 Millionen Menschen weltweit sind im September auf die Straße gegangen und haben alle aufgefordert, sich hinter die Wissenschaft zu stellen, um uns eine sichere Zukunft zu ermöglichen. Im November 2019 hat das Europäische Parlament einen Klimanotstand erklärt und hat gesagt, EU wäre federführend im Zusammenhang mit der existenzbedrohenden Klimalage. Das war wunderbar. Als ihre Kinder alles in Brand gesteckt haben, sind sie auf die Straße gegangen und dann haben sie festgestellt, ja tatsächlich, das Haus brennt. Und das war kein falscher Alarm. Aber dann sind sie wieder reingegangen, haben sie das Abendessen beendet, zu Ende Abend gegessen, sind ins Bett gegangen und haben nicht die Feuerwehr gerufen. Das ist völlig sinnlos. Wenn dein Haus brennt, wartest du doch nicht noch jahrelang, um das Feuer zu löschen. Und das hat jetzt die Kommission heute vorgeschlagen. Dieses Klimagesetz, das die EU vorgelegt hat und netto Null-Emissionen bis 2050 bedeutet, dass man aufgibt beim Pariser Abkommen, dass man die Versprechen nicht einhält, die gegeben wurden, alles Mögliche daran zu setzen, den eigenen Kindern eine sichere Zukunft zu gewährleisten. Dieses Klimagesetz stützt sich auf ein unzureichendes CO2-Budget. Und das gibt uns deutlich weniger als 50% Möglichkeit, die durchschnittliche Temperatur unter 1,5% weltweit zu bringen. Das ist keine Politik, die sich stützt auf wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse und berücksichtigt gar nicht die Emissionsreduktion und die Klimagerechtigkeit. Das, was jetzt an Klimareduzierung vorgesehen, an Emissionsreduktion vorgesehen ist, ist völlig unzureichend. Und es muss wirklich, und das zeigt, dass, oder scheint zu zeigen, dass etwas getan wird, obwohl nichts getan wird. Das ist ein falsches Signal. Wir sind immer noch in einer Krise, die aber nie als eine solche behandelt worden ist. Wir haben brillante Lösungen. Wir haben finanziellen großen Wohlstand. Wir haben unglaublich viele Menschen, die alles daran setzen würden, zu helfen. Was wir aber nicht haben, ist Federführung und eine entsprechende Aufklärung. Und was wir am wenigsten haben, ist Zeit. Die Carbon Budgets sind wirklich die rote Grundlinie. Egal wie unzureichend das ist, wenn da aber nicht die entsprechenden Dinge berücksichtigt werden, keine zusätzliche Erwärmung durch versteckte Verschmutzung oder was auch immer, werden wir es nicht schaffen, das Leben auf der Erde für die Menschheit zu gewährleisten. Aber der Inhalt dieser Budgets ist nie berücksichtigt worden bei der aktuellen Politik. Das ist in den Medien nicht behandelt worden. Und hier versucht man, ein Gesetz oder Politik umzusetzen und ignoriert diese CO2-Haushalte.
Und wenn man die wissenschaftlichen Erkenntnisse ignoriert, wird das zur größten Katastrophe der Menschheit führen. Und vorzugeben, dass ein Gesetz, an das sich niemand halten muss, ein Gesetz ist, kann ja wohl nicht sein. Also es kann nicht sein, dass neue fossile Brennstoffinfrastrukturen dennoch weiter mit Beihilfen bedient werden. Und vorzugeben, dass wenn man den globalen Aspekt der Klimagerechtigkeit und Gleichstellung aussetzt, wird das gesamte Klimaabkommen von Paris gefährden. Vorzugeben, dass leere Worte diesen Klimanotstand zum Verschwinden bringen, das muss jetzt endlich mal ein Ende haben. Keine Politik, kein Plan, kein Deal wird ausreichend sein, wenn das CO2-Budget, das heute gilt, weiterhin ignoriert wird. Es geht nicht nur um Ziele für 2030, für 2050. Wir brauchen sie für 2020 und für jedes einzelne folgende Jahr. Wir müssen drastisch an der Quelle jetzt unsere Emissionen reduzieren. Diese entfernten Ziele werden überhaupt nichts bedeuten, wenn Business as usual noch ein paar Jahre emissionsbezogen fortgesetzt wird, bevor man überhaupt die Möglichkeit hat, die Ziele, die für 30 oder 50 gesetzt worden sind, zu erreichen. Und diese Negativ-Emissionstechnologien, auf das sich das Gesetz stützt, existieren ja noch gar nicht, werden vielleicht nie existieren. Und deshalb müssen wir unsere Gesellschaft, unser Verhalten ändern. Und das ist die unangenehme Wahrheit, derer Sie sich nicht entziehen können, egal wie intensiv und wie hart Sie das versuchen. Solange Sie dieser Wahrheit den Rücken kehren, verraten Sie auch Ihre Kinder. Die EU muss federführend sein. Sie haben die moralische Verpflichtung, voranzugehen. Und Sie haben politisch und wirtschaftlich wirklich die einzigartige Chance, klimafederführend zu werden. Sie selber haben gesagt, dass wir einen Umwelt- und Klimanotstand haben. Sie haben gesagt, das ist eine existenzielle Bedrohung. Jetzt müssen Sie den Beweis antreten, dass Sie das auch wirklich glauben und meinen. Man kann sich nicht zufriedenstellen mit etwas anderem, was nicht wissenschaftlich fundiert ist. Das gibt uns die beste Möglichkeit, die zukünftigen Lebensbedingungen für die Menschheit und das Leben auf der Welt, so wie wir es derzeit kennen, zu bewahren. Alles andere bedeutet aufgeben. Dieses Klimagesetz ist eine Aufgabe, denn mit der Natur können sie nicht handeln. Und mit natürlichen Gegebenheiten kann man nicht irgendwelche Deals aushandeln. Und das werden wir auch nicht erlauben, dass unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt wird und sie da aufgeben.